Wir sind unterwegs auf unserer Wanderung durch Österreich und heute beim Christian Weiß im Holzcenter Weiß in der Nähe von Altenmarkt. Und ja, schön, dass wir da sein dürfen. Und meine erste Frage: Was bedeutet für dich Ökonomie der Menschlichkeit? Ja, zuerst mal danke, dass ihr euch Zeit nehmt und bei mir vorbeikommt. Ich freue mich vollgas, ich finde es voll super. Ökonomie der Menschlichkeit ist für mich die Verbindung zwischen Unternehmen und Menschlichkeit. Und das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit genau die Herausforderung für jede Firma, dass man nicht gewinnorientiert denkt, sondern dass man an einen Menschen denkt und der Gewinn ergibt sich nachher daraus. Das soll eigentlich ein Unfallprodukt sein. Und bietet sich das einfach an für einen Unternehmer, der mit Holz arbeitet? Oder ist das für alle Unternehmer geeignet? Oder ist das einfach der Naturstoff Holz, der das mit sich bringt zum Beispiel, dass das leichter geht? Ich glaube, geeignet ist grundsätzlich für jeden und es wird eigentlich auch für jeden sein. Aber wenn man mit dem Werkstoff Holz arbeitet, nachher liegt es natürlich auf der Hand, wo man ein Naturprodukt hat, dass man nachher auf die Natur und damit auf den Menschen ein bisschen mehr Acht gibt. Und war das in deinem Unternehmerleben schon von der Jugend an oder hat sich das entwickelt oder hast du besondere Erlebnisse gegeben, die dazu geführt haben, dass dir das wichtig ist? Nein, muss ich eigentlich zugeben, war nicht von Anfang an. Also ich bin ganz in eine andere Richtung gegangen und irgendwann habe ich gemerkt, es fehlt einfach irgendwas in dem Ganzen. Das ist noch nicht komplett, das ist noch nicht rund. Und dann bin ich Gott sei Dank auf den GRT-Gruppe gekommen und nachher ist es doch ins Laufen gekommen. Und ihr kennt euch ja schon länger, oder? Wir kennen uns schon ewig, aber nicht eigentlich aus der Ökonomie der Menschlichkeit außer, sondern von früher her, weil wir im Nachbarort daheim sind und da kennt man sich natürlich bei uns am Land. Aber durch die Ökonomie der Menschlichkeit sind wir dann irgendwie zusammengewachsen. Das hat irgendwie gepasst. Ja, und die Vision ist ja, dass dieses Netzwerk Ökonomie der Menschlichkeit ausstrahlt, auch auf andere Unternehmer, andere Branchen. Was kannst du als Unternehmer anderen Unternehmern sagen, warum das wichtig ist, dass wir da einfach ein großes Netzwerk in Österreich schaffen? Das glaube ich ganz einfach beantwortet. Mein Denken früher war, es ist wichtig, dass man schnelle Maschinen hat, dass man einen hocheffizienten Verkaufsapparat hat und hat eigentlich das Wichtigste in dem ganzen Spiel vergessen. Und das ist der Mensch, das sind die handelnden Personen. Und das ist, was uns anders macht, als wir vielleicht andere Firmen und andere Betriebe. Und das, glaube ich, ist genau auch der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn man das einmal verstanden hat, ist das selbstverständlich. Und damit kann ich es nur jedem anderen Betrieb empfehlen. Das ist nur gut für euch. Super, ich danke dir für den Austausch, für das Gespräch und alles Gute. Danke.